Ein Mann und seine Mission. Schafft der SSV Hachenay noch den ersten Sieg unter Manni Burgsmüller? Der harte Kampf am Tabellenende. Unser Fußballclub. Helden der Kreisklasse. Aber Jungs, kommt mal eben zusammen, dann könnt ihr gleich auslaufen, ja? So, zwei organisatorische Dinge. Ali, im Prinzip der harte Kern, der sonst auch zur Mannschaft gehört, gleich mal eben bitte ins Vereinsheim, sofort, am besten nach dem Training. Ja, das ist im Prinzip eine Ali nur, wo ist Ralle, ist auch schon, Tom. Genau, Tom, Kai, ja, Markus auch und alle anderen nicht. Bei allen anderen, die jetzt mittrainiert haben, schönen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Wir werden euch alle benachrichtigen in Kürze. Wie gesagt, nochmal schönen Dank und dann ihr bekommt alle Bescheid und ansonsten beim Training nächste Woche nochmal dann, ja? Okay? Der neue Coach kommt aus den eigenen Reihen. Er kennt den Verein seit Jahren und hat bislang die A-Jugend trainiert. Ja. Dann gehen wir mal rein. Ich habe euch gesagt, sobald eine Entscheidung für die neue Saison gefallen ist, werden wir sie euch mitteilen, wir als Vorstand. Der Trainer für die neue Saison, der euch dann die sportliche Marschrichtung vorgibt, kann euch nur sagen, zieht euch warm an. Ich stelle euch hier mit dem neuen Trainer vor, unseren Dieter. Dieter Weinand, Ex-Box-Profi und Bezirksligaspieler, übernimmt das Kommando. Ich von meiner Seite kann euch versprechen, werde 110% geben. Wenn möglich noch mehr, aber das verlange ich auch von euch. Ja? Es wird mit Sicherheit knüppelharte Vorbereitung durchgezogen. Ihr wisst, um was es geht hier. Wir wollen, wenn möglich, gleich den bitteren Gang, den wir dieses Jahr angehen mussten, revidieren, dass wir nächstes Jahr wieder dastehen, wo wir normalerweise auch zumindest hingehören. Und ich bitte darum, dass ihr wirklich voll mitzieht. Ich bin mir auch selbst nicht zu schade, wenn möglich Asche zu fressen. Ja, und ich bin auch ein Typ, der selbst Freundschaftsspiele bitter ernst nimmt. Und das war's dann auch. Danke. Letzte Amtshandlung heute als Trainer der Ersten. Und ich wünsche mir eigentlich nichts sehnlicher, als hier noch einen Sieg zu landen, zusammen mit euch. Im Hinspiel war auch das einzige, oder der einzige Sieg, den wir gegen die Jungs errungen haben. Wäre natürlich bitter für die, wenn sie heute nochmal eine Klatsche kriegen würden. Ja? Und wenn wir annähernd die Leistung bringen von letzter Woche, nur annähernd da wieder hinkommen, glaubt es mir, dann haben wir hier heute eine Chance. Leute, hör mal, lasst uns eins machen. Lasst uns hier das zweite Spiel gewinnen. Beides mal gegen Eichlinghofen. Ja, das wär so geil. Und ich habe vorhin schon gesagt, dann sind wirklich einige da suizidgefährdet. Ja. Komm, wirklich. Ist egal jetzt, aber nur, weil wir dann zweimal hintereinander gegen die gewinnen. Okay? Komm, so wie letztes Wochenende. Das war okay. Ja? Okay? Komm, wirklich, komm, reißt euch zusammen. Und denkt dran, hör mal, wir haben nur einen noch auf der Bank. Ne? Aber jedes Mal, das brennt lichterloh hin immer. Weißt du, normalerweise musst du nur nach vorne spielen, Uwe. Immer aus dem Bauch, aus dem Strafraum raushalten. Ehrlich jetzt. Die 10. Minute. Ali, gerade noch rechter Verteidiger, ist als Linksaußen unterwegs. Er wird aber gerade noch an der Flanke gehindert. Ruhig, Ali, ganz ruhig. Mann, Ali. Ali, halt die Klappe, Mensch! Ehrlich. Kriegt er wieder gelbe Karte jetzt? Oder nachgetreten? Nachgetreten, ja. So ist das, wenn man zu langsam ist. Auch Oos weiß sich schon wieder nicht anders zu helfen. Gibt er ihm die Karte jetzt? Oder was notiert er sich da immer? Guck mal, jetzt hat er die Karte, siehst du? So was Bescheuertes, oder? Aber nur so dämliche gelbe Karten. Wirklich. Da müsst ihr normalerweise Geld in die Mannschaftskasse geben. Fußball, wie er auch in der Kreisliga nicht gern gesehen wird. Einem Stellungsfehler folgt eine Kerze und zuletzt ein unabsichtliches Handspiel. Ja, aber da kann aber nichts so. Hachenay kriegt den Ball hinten nicht weg. TuS Eichlinghofen kriegt ihn vorne nicht rein. Ein Lattenknaller in der 30. Minute. Schönes Ding, ne? Muss ich sagen. Aber wir haben mal Glück gehabt. Und mit so viel Glück konnte Hachenay im Hinspiel. Hör mich ja endlich mal dazwischen, ey. Indem man den Körper dagegen hält. Den einzigen Saisonsieg schaffen. Oh, oh. Hallo. Nein, bitte nicht.
Uwe, wie in der Vergangenheit schon. Die Zuteilung, hör mal, vor dem Tor fehlt komplett im 16er. Aber weißt du, wir laden die auch immer wieder ein zum Tore schießen, Uwe. Es ist jedes Mal das Gleiche. Wir können die einmal zu Null spielen, weil wir einfach keine Zuordnung haben da hinten im 16er. Der neue Coach Dieter Weinand kennt die Hachener Jungs zwar schon lange, aber so schlecht wie heute hat er sie selten gesehen. Erst nach 44 Minuten die erste Chance für den SSV. Schön, Holger. Der muss nur das Tor treffen. Zur Halbzeit steht es 1:0 für Eichlinghofen. Komm, wir gehen da oben hoch, oder? Oder wollt ihr im Regen stehen bleiben? Steht da noch 45 Minuten. Ja. Boah, Ali, du bist aber Meter gegangen, du schwitzt ja wie ein. Boah, Wahnsinn. Das Spiel geht noch 6-6 aus. Wir wollen aber gewinnen. Hör mal, komm, wir spielen jetzt mit Wind und die Dinger nur vorne rein. Olli, du und Holger jetzt vorne bleiben. Aber er hofft, dass die Mannschaft mir zum Abschluss nochmal einen Sieg schenkt. Also ich sag mal, jetzt, wie es jetzt aussieht, nach dem Regen haben wir wieder bessere Chancen. Unser Wetter. Ja, da kann man natürlich jetzt mit Kampf und läuferisch natürlich einiges mehr machen als jetzt mit Technik, die wir ja eh nicht so dolle haben. Ne? Mal gucken. Also wenn wir jetzt eine Schippe drauflegen, kann man auf dem Boden auch noch ein Spiel gewinnen, klar. Ja, sicher, jetzt gewinnen wir. Nach dem großen Regen geht die Kartenflut weiter. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit trifft es Lars wegen Meckerns. Er und der Schiri werden heute keine Freunde mehr. So viel steht fest. Das machen sie sich gegenseitig noch an. Jetzt geht der Lars noch seine Karte, siehst du? Hacheneier Kampfwetter. Laufen statt schön spielen. Mit ein bisschen mehr Glück hätte Olli Wellner hier auch den Ausgleich erzielen können. Ist das eine Kickerei? Das ist ja grausam, ist das, ehrlich. Die ist grausam, du. Die 55. Minute. Hachenei gewinnt endlich mal einen Zweikampf. Und Holger Wiegerich steht plötzlich frei vor dem Torwart. Schon fast traditionell sein Schusspech. Er trifft die Kugel nicht richtig. Oh. Du musst nur aufs Tor schießen. Mehr nicht. Der Ball muss nur aufs Tor kommen. Der wirft sich den Ball selber rein. Guck mal an. Wir haben aber auch ein Chaos da hinten. Nein. Das ist unfassbar. Ja, ich habe auf Abseits gespielt, aber nicht meine Frau auf Abseits. Aber ich habe immer 100 Mal gesagt, nicht auf Abseits spielen. Und was machen wir wieder? Spielen auf Abseits. Der pfeift nicht. 2-0. Wir schlagen uns immer selber. Carsten Wenig kommt für Ali ins Spiel und der soll jetzt die Abwehr ordnen. Beschissen. Wir kriegen so blöde Tore rein. Ich bin froh, dass die Saison zu Ende ist. Kein Bock mehr. Keine Lust. Und jeder sucht die Schuld beim anderen. Da fasst sich nicht einer an die Nase und sagt, gut, ich war schuld beim Tor. Jeder sucht die Schuld beim anderen. Cemal mit der 4 und Michael Huck verlieren im Mittelfeld die Zweikämpfe. Der Rest spielt auf Abseits. Aber das glaube ich jetzt nicht, du! Diesmal war es Abseits. Zählt nicht. 3-0 für Eichlinghofen. Lass! Komm, nichts mehr, komm! Komm! Nee, das macht doch keinen Spaß, oder? Nee, ehrlich, das war echt keinen Spaß, wenn du sowas siehst. Wirklich jetzt. Das ist dann nur noch, da ärgerst du dich nur noch. Weißt du, und dann sagen immer alle, wir maulen über die Schiedsrichter, die Trainer. Ja, aber wenn du sowas siehst, ist das eine Katastrophe, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Läuft da hinten rum bei dem Pass? Ach, das hat er doch gar nicht gesehen. Hey. Ach, aber das ist doch unmöglich, was der da pfeift. Das ist doch wirklich... Schiri! Schiedsrichter! Wechseln! Lars! Schiedsrichter! Lars, komm! Komm raus, komm! Nein, komm, Lars, komm, lass hör auf, die ganze Disco, komm raus! Komm! Hier, wechseln. Os. Vergiss es, bleib, setz dich hin und guck dir da in Ruhe an hier. So, Lars, trink dir mal einen Schluck Wasser. Hier. Kühl dich mal ab. Vor allem, er spielt jeden mit 7 an, ne? Der hat sich so auf mich eingeschossen. Schema gerade auch, 7, komm mal her. Der liebt dich. Der Schiedsrichter, da ist auch einer. Den kannst du auch in Paris auf das Champs-Élysées stellen. Weißt du, der kann den Verkehr leiten da. Ja. Eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Über 3 Stationen geht's.
Und zum letzten Mal in dieser Saison klingelt es in der Bude von Olli. Gegentreffer 88, Niederlage 24. Ja, also wenn ich jetzt Spiel sehe, da war wirklich der Höhepunkt. Echt jetzt. Boah, schrecklich. Alles war furchtbar. Witterungsbedingungen, Schiedsrichter, die Spieler, alles. Das ist jetzt echt gut, dass Schluss ist. 4-0 gewinnt Eichlinghofen. Ein Sieg, drei Unentschieden, macht 6 Punkte für den SSV Hachenay in dieser Saison. Egal, Uwe und Co. sind trotz Abstieg prima Jungs mit Spaß am Fußball. Ich glaube auch, einige Spieler sind ganz froh, dass die Saison jetzt erstmal vorbei ist, dass sie mal ein bisschen nachdenken können, über auch vielleicht über die eigene Leistung, wenn sie dann so viel Courage haben. Aber ja, es kommt viel Arbeit auf uns zu. Und es ist natürlich schade, dass wir uns so aus der Kreisliga B verabschieden. Aber ja gut, mit so super Fans können wir nur wiederkommen. Und ich denke, wenn wir eine gute Vorbereitung haben, dann haben wir schon einen guten Grundstein gelegt. Nur wir müssen uns natürlich spielerisch verstärken. Das ist einfach zu wenig. Auch für die Kreisliga C, wenn man oben mitspielen will, ist das zu wenig. Komm, weißt du was, jetzt gehen wir mal und überreichen dem Uwe sein Abschiedsgeschenk. Ja. Der hat sich jetzt hier so für uns den Arsch aufgerissen. Ja. Da kriegt er jetzt noch eine Kleinigkeit und ich denke, das ist ein ganz guter Saisonabschluss. Eine Entschädigung für uns, ja. Wir wollen den Uwe sehen! Welchen? Da haben wir jetzt noch einen Uwe. Wir wollen den Uwe sehen! Ja, und für diese Katastrophensaison, naja, ist ja nun mal wirklich mehr als schlecht gelaufen, aber trotzdem als kleine Erinnerung an die Saison, die Mannschaft ein bisschen zusammengeworfen. Lauter, ich verstehe nichts. Und wollte dir eine kleine Erinnerung überreichen an die Saison. Habt euch noch die Mühe gemacht? Ja, sicher. Ist ja so. Schönen Dank. Ja, ich hab zu danken, trotz allem. Olli, alles klar. Und das, was die ganzen Tage gemacht hat, das war gut. Aber wir haben auch noch was anderes gemacht, hier zusammengestellt. Nochmal ein Trikot mit allen Unterschriften. Ich weiß ja nicht, ob wir das irgendwo hinhängen. Sind da wirklich alle drauf? Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist für mich von euch. Ja, danke schön. Ja, Jungs, schönen Dank. Ein versöhnliches Ende mit Blick nach vorne. Ja, dann kann ich nur noch mal herzlichen Dank sagen bei jedem Einzelnen. Ja. Der Neuanfang in Hachenay ist gemacht. Team und Coach Uwe trennen sich in Eintracht. Och, Jungs, seid ihr wahnsinnig? Hör mal, jetzt werdet ihr aber gleich elektrisch. Zur Erinnerung eingraviert, erste Mannschaft Hachenay, Saison 2004-2005. Und dann die obligatorische Bierdusche zum Schluss. Die sprühen mit Bier. Der Uwe sieht aus wie eine Sau. Scheiße. Um das Ende der Saison zu feiern, fahren die Helden der Kreisklasse nach Hachenay. Der neue Trainer Dieter Weinand nimmt seine Mannschaft in Empfang. Der Wiederaufstieg ist nicht nur für ihn Pflicht. Wir sollten jetzt einfach die Saison abhaken. Wir sind leider abgestiegen, schon vor 4 Wochen. Und sollten mit neuem Elan jetzt den Wiederaufstieg angehen. Ich hoffe, es bleiben alle dabei. Ja, wir werden uns auch noch mit dem einen oder anderen verstärken. Aber ich hoffe, dass alle, die jetzt hier am Tisch sitzen, ich dann auch zum Saisonauftakt hier beim SSV Hachenay wieder begrüßen kann. Vergesst die Saison und dann mit neuem Trainer, mit dem Dieter, gehen wir die Sache neu an. Und Uwe, nochmal dir herzlichen Dank. Ja, ich denke mal, für dich waren auch 3,5 Monate sehr stressig. Doch, Alter. Danke. Aber wir bleiben uns ja erhalten, ne? Ne? Ja, okay, Junge. Das kann man ja nicht sagen. So, und jetzt? Ja, dann trink mal. Wir danken dem Manni für diesen Umtrug mit einem dreifach kräftigen Ball! 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 Zicke, zacke, zicke, zacke! Ball! Und damit steht die nächste Mission der Helden aus Hachenay fest. Kämpfen um den Wiederaufstieg. Ab August jeden Montag bei Kabel 1.